Ja, wir wissen ja am Bodensee besonders, dass junge Forscher nassforsch sind. Und wir glauben, dass wir trockene Themen, trockene Theorien, trockene Methoden sozusagen am besten einfach mal anwenden, so wie sie gebraucht werden, also interdisziplinär. Und da muss man halt ins Wasser springen. Und ich glaube, das Studium an der ZU schon vom ersten Semester an immer so verstanden wird, dass es eigenwillige Forschung ist und nicht das Nachlernen dessen, was andere schon wissen. Und da kann so eine Forschungskonferenz ein Beitrag sein, um auch wieder eine Vergemeinschaftung des Eigenwilligen zu erzeugen. Und das in einer Phase des Experimentes, wo man selber ja noch nicht genau weiß, ist man jetzt Wissenschaftler oder doch Student. Und diese sozusagen Erprobung auch der unterschiedlichen Rollen finde ich einfach fantastisch. Und das sollten Sie machen. Und dass das noch nicht in der Schule gemacht wird, bedauere ich. Aber da machen wir es halt jetzt einfach ab dem ersten Semester im Bachelor bis hin zum Master durch. Und ich finde das genau die richtige Form.